Bella Hadid zeigte in Cannes auf dem roten Teppich das bisher gewagteste Kleid der Filmfestspiele. Bei der Premiere des Films Unknown Girl kam sie in einer Robe von Alexandre Vauthier. Ist dieses Kleid vielleicht sogar zu gewagt? Für Unterwäsche ist da jedenfalls wenig Platz. Vielleicht versucht Bella mit diesem Auftritt aus dem Schatten ihrer älteren Schwester, dem Supermodel Gigi Hadid, zu treten. Und mit diesem heißen Auftritt ist ihr das sicher auch gelungen. Denn bei der Premiere waren alle Augen nur auf Bella Hadid gerichtet.